Hallo zusammen, mein Name ist Margot. Einige Leute denken, dass mehr besser ist. Deshalb gibt es Leute, die sich riesige Häuser und große Geländewagen kaufen und sich riesige Silikonbrüste machen lassen. Und einige Leute haben riesige Objekte geschaffen, die es bis in die Guinness-Weltrekorde geschafft haben. Dies sind die 10 größten Gegenstände mit Guinness-Weltrekorden. Los geht's! Die amerikanische Firma Colcraft Contours stellte den größten Kinderwagen der Welt her. Ihrer Meinung nach würde ein solcher Werbegag den Verkauf gewöhnlicher Kinderwagen steigern. Schließlich könnten Eltern sogar in diesem vergrößerten Exemplar des Kinderwagens fahren und fühlen, was ihre Kinder fühlen. Es ist sogar möglich, dass 2 Eltern gleichzeitig fahren. Der Kinderwagen wurde in die Guinness-Weltrekorde aufgenommen. Übrigens, die Sitzhöhe beträgt 1 Meter und 38 Zentimeter. Der weltgrößte Burger wurde in den USA hergestellt. Er wog 913 Kilogramm und hatte einen Durchmesser von 3 Metern. Für seine Herstellung wurde eine riesige Menge an Zutaten benötigt. Zum Beispiel enthielt dieser Burger 24 Kilogramm Tomaten, 23 Kilogramm Salatblätter, 27 Kilogramm Zwiebeln, 9 Kilogramm Essiggurken, 18 Kilogramm Käse und 7,5 Kilogramm Speck. Übrigens musste das Brötchen, das für den Burger gebacken wurde, mit einem Kran umgedreht werden. Der Amerikaner Gene Bohlen schuf in seiner Kleinstadt viele riesige Dinge. Einen Briefkasten, Stricknadeln, Bleistift und Lineal, einen Schaukelstuhl, Pfeifen für Blasmusik, Holzschuhe, Mistgabeln und so weiter. All diese Gegenstände wurden in die Guinness-Weltrekorde aufgenommen. Der Briefkasten ist so hoch wie ein 2-stöckiges Haus und 7,5 Meter lang. Die großen Schuhe wiegen jeweils 680 Kilogramm. Die Stricknadeln haben eine Länge von 4 Metern. Dieser Mann hat mit seinen Kreationen seine Stadt verwandelt und sie sind zum Stolz der Stadt geworden. In der Stadt Neapel in Italien gelang es den Köchen, eine Pizza zu backen, die offiziell als die größte der Welt anerkannt wurde. Die Länge des fertigen Gerichtes betrug 1,8 Kilometer. Die Hauptzutaten waren 2000 Kilogramm Mehl, 2000 Kilogramm Mozzarella, 1500 Kilogramm Tomaten, 200 Liter Olivenöl und 30 Kilogramm Basilikum. Hunderte von erfahrenen Köchen verbrachten 11 Stunden damit. Ich liebe Pizza. Und du? Der Puzzle-Liebhaber aus der UK, Tony Fisher, baute den größten Zauberwürfel der Welt. Jede Seite ist 1 Meter und 57 Zentimeter lang und er wiegt knapp über 100 Kilogramm. Der riesige Würfel besteht aus Kunststoff, mit Ausnahme des Mechanismus zum Drehen der Flächen. Das heißt, er ist aus den gleichen Materialien wie das Original gefertigt. Tony brauchte 2 Monate, um den Würfel herzustellen. Es wird wahrscheinlich nicht leicht sein, ihn zu lösen. Selbst für diejenigen, die es mit einem Würfel normaler Größe meisterhaft machen. Ende 2017 wurde der höchste Lego-Turm in Tel Aviv zum Gedenken an einen 8-jährigen Jungen gebaut, der an Krebs starb. Er liebte Lego so sehr. Die Höhe des Turms betrug 36 Meter. Das ist vergleichbar mit einem 12-stöckigen Gebäude. Für den Turm wurden mehr als 500.000 Teile benötigt und Tausende von Anwohnern beteiligten sich am Bau. Eine niederländische Versicherungsgesellschaft installierte 1988 zu Ehren ihres Jubiläums ein riesiges Festnetztelefon vor ihrem Büro. Es steht dort bis zum heutigen Tag. Stell dir vor, es wiegt 3,5 Tonnen, ist 2,5 Meter hoch und hat eine Länge von 6 Metern. Um einen Anruf zu tätigen und zu bestätigen, dass es funktioniert, wurde der 7 Meter lange Hörer von einem Kran angehoben. Hawaiianische Gitarren, auch Ukulelen genannt, sind kleine und leichte, vierseitige Musikinstrumente. Aber Lawrence Stamp aus den Vereinigten Staaten schuf eine riesige, 4 Meter lange Ukulele. Auch das ist nicht nur eine gefälschte Musikinstrumentenkonstruktion. Diese Gitarre kann gestimmt und gespielt werden. Die rekordverdächtige Ukulele ist eine exakte Nachbildung einer gewöhnlichen Gitarre, die in Musikläden verkauft wird und in einer Skala von 1 bis 7,5 hergestellt wird. Die Brüder Suraj und Rajesh Kumar Mihir aus Indien entwarfen die größte TV-Fernbedienung.
Sie ist 4,5 Meter lang und hat 37 Knöpfe aus echtem Gummi. Das Interessanteste daran ist, dass diese Fernbedienung voll funktionsfähig ist. Die Brüder haben 68 Tage lang daran gearbeitet und sogar ihr Motorrad verkauft, damit sie genug Geld für das Material haben. Die riesige Fernbedienung ist genau 23,68 Mal größer als das Original. Der Erfinder Manonuri aus Srinivas Acharya in Indien schuf einen Kugelschreiber, der 5,5 Meter lang war. Er ist etwa 38 Mal größer als ein gewöhnlicher Kugelschreiber und wiegt 37,3 Kilogramm. Mit diesem Stift kann man sogar schreiben. Er funktioniert genauso wie der Kugelschreiber in Standardgröße. Man muss ihn nur in eine vertikale Position bringen. Aber es brauchte 6 Personen, um mit einem so großen Stift ein Smiley-Gesicht zu zeichnen. Schenke diesem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat. Margot war mit dir unterwegs. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und klicke auf die Glocke, damit du die neuen Videos nicht verpasst.